In gut 3 Wochen, liebe Zuschauer, wird ein neuer Bundestag gewählt. Und wir begleiten diese Wahl sehr vielfältig hier bei Phoenix. Im Programm, im Fernsehen, natürlich auch bei uns im Netz auf phoenix.de. Wir wollen aber nicht nur zeigen, wer alles neu in den Bundestag einziehen wird, wie er sich neu zusammensetzen wird, sondern wir werden auch zeigen, wer ihn verlassen wird. Also, wer wird MdB AD. Zum Beispiel der ehemalige Vorsitzende der FDP, Wolfgang Gerhardt. Gerd-Joachim von Fallua hat mit ihm für uns gesprochen. Herr Gerhardt, Sie sind mit 22 Jahren als Student in die FDP eingetreten. Sie haben Erziehungswissenschaften und politische Wissenschaften im Roten Marburg studiert, 1965. Ja. Wieso FDP? Aufgrund des Aufbruchs, den die FDP damals so in der Mitte der 60er Jahre verkörperte. Neue Deutschlandpolitik, neue internationale Politik, durchlässig machen der Grenze, Zielverträge mit den osteuropäischen Nachbarn zustande zu bringen. Das hat mich beflügelt und wir haben im Übrigen auch gerade in so einer Hochschulstadt wie Marburg die Chance gesehen, die FDP ein Stück zu verändern, was ja auch dann gelungen ist. Sie haben dann promoviert und sind hinterher auch nicht Lehrer geworden, sondern dann in der Politik gelandet. Wer hat Sie denn politisch geprägt? Haben Sie da Vorbilder? In meiner Zeit damals ein Stück Karl-Hermann Flach. Weil ich auch am Beginn Journalist werden wollte und die Lehrfächer studiert habe, weil sie meinen Interessen entgegenkamen. Ich wollte nicht Lehrer werden. Ich habe das Vorexamen für das Lehramt gemacht und dann kam mein Doktorvater und bot mir an, wenn ich nicht Lehrer werden will, bei ihm promovieren zu können. Die Chance habe ich dann ergriffen. Ja, und ganz erfolgreich ergriffen. Sie haben da eine sehr gute Karriere in Hessen gemacht. Sie sind der Parteivorsitzender geworden, Fraktionsvorsitzender, Minister für Wissenschaft und Kunst, stellvertretender Ministerpräsident. Und dennoch sind Sie dann eines Tages gewechselt in die Bundespolitik. Warum macht man das? Ich war 4 Jahre Minister. Wir hatten die Landtagswahl vorher mit einem Sitz Mehrheit gewonnen und die dann mit einem Sitz in der Minderheit. Und um es so persönlich zu sagen, es macht keinen Sinn, dann als gewesener Minister in einem Geschäftsbereich einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger dann am Zeug zu flicken. Ich war so lange im Landtag, dass ich fand, ich sollte den Schritt in die Bundespolitik gehen. Ich war auch vorher sozusagen Bundesratsminister für Hessen. Ich hatte die Brüsseler Verantwortung und das fiel mir auch nicht schwer. Ja, und das war ja auch sehr erfolgreich. Politik ist der Kampf um Macht und den haben Sie mehrfach erfolgreich gewonnen. Unter anderem zum Beispiel auf dem Parteitag in Mainz 1995. Und da will ich Ihnen gerade mal folgendes Heute-Stück zeigen hier. Da gucken wir mal gemeinsam rein. 57% der Delegierten stimmten für ihn. Der bisherige Vizechef der FDP und hessische Bundestagsabgeordnete ist überglücklich. Der zweite Kandidat, Jürgen Möllemann, kam auf 33% der Stimmen. Er hatte gehofft, die Überraschung zu schaffen, vergebens. Ich habe kandidiert, Sie haben mich gewählt. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich nehme die Wahl an. Wir packen es zusammen an. Herzlichen Dank. Vielleicht geht es der Partei besser, wenn man Mannschaften bildet, wenn man eine neue Atmosphäre schafft und sich nicht nur über die Presse mitteilt, was man von dem anderen hält. Ich kandidiere, weil ich auch glaube, Ihnen ein Vertrauen vermitteln zu können, dass Ihnen Nachbarn und Freunde sagen würden, wenn Sie mich wählen, Sie hätten einen guten Mann gewählt. Ich danke ausdrücklich Klaus Kinkel und Otto Graf Lambsdorff für faire Zusammenarbeit. Ich habe mit diesen Bundesvorsitzenden loyal zusammengearbeitet. Ich habe nicht jedes Mikrofon gesucht und keinem Journalisten meine Befindlichkeit gesteckt. Jeder Kreisvorsitzende braucht einen loyalen Stellvertreter, sonst kann die Arbeit nicht geführt werden. Tja, von wegen schnarchender Löwe, so hat sie Jürgen Möllemann mal genannt, schnarchender Löwe von Wiesbaden. Ich weiß gar nicht warum, denn das war ja ein sehr kämpferischer Wolfgang Gerhardt. Sie haben sich da ganz schön aufgeregt. Aufgeregt eigentlich nicht, aber es gibt immer so eine leichte Bewertung von Menschen, die nicht in jedes Mikrofon hineinlaufen, die vielleicht auch manchmal ein Buch lesen und ab und zu mal schlicht das Maul halten und dann wieder in die Öffentlichkeit gehen, wenn sie glauben, sie hätten etwas zu sagen. Zu denen zähle ich mich immer noch.
Ja, und was keiner wusste, bei diesem Parteitag 3 Tage später mussten sie ins Krankenhaus sich einer Bypass-Operation unterziehen. Wenn man dann ihren weiteren Lebensweg gesehen hat, auch damals auf dem Parteitag, ich war auch da, das hat man ihnen überhaupt nicht angemerkt. Hat sie das je behindert? Nein, das hat mich nicht behindert. Und ich wusste am Parteitag auch noch gar nicht, dass ich wenige Tage später mich der Operation unterziehen musste. Das kam urplötzlich. Dann war ich auch sehr schnell entschieden, das zu machen. Und habe mich auch nicht dann für krank erklärt. Ich glaube, es ist ein Charakterzug oder ein Wesenszug, dass ich das machen musste, aber dann mich nicht verabschiedet habe. Ich habe mich danach auch wohlgefühlt. Die Operation war sehr gelungen. Ich habe eigentlich an meinem Leben dann auch überhaupt keine großen Abstriche gemacht. Loyalität war ja eben das Stichwort in diesem Ausschnitt. Sie sind ja dann 98 auch Fraktionschef geworden. Und man muss sagen, dass Ihr Generalsekretär Guido Westerwelle in schwierigen Zeiten ja quasi nicht seinem Vorsitzenden beigesprungen ist, sondern Sie 2001 zunächst mal als Parteichef beerbt hat und 2006 dann auch als Fraktionschef. Wie weh tut sowas? 2006 hat überhaupt nicht wehgetan, weil ich entschieden war, es eigentlich 2007 abzugeben. Das war auch meine Entscheidung schon vorher. Und die Frage des Bundesvorsitzes haben Westerwelle und ich sehr offen besprochen. Wir waren beide der Auffassung, die Ämter müssen geteilt werden. Das war mir klar und das war ihm auch klar. Und ich habe mich dann entschieden, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Möglicherweise auch in Selbstbetrachtung, was mir mehr läge, im Team zu arbeiten mit hervorragenden Mitarbeitern, die in einer Fraktion natürlich größer sind als in einer Parteizentrale. Und auch mein Wissen, dass ich im Parlament, in parlamentarischen Debatten keine schlechten Reden halte und da mein Mann stehe. Und das hat sich auch so gezeigt. Mir ist später im Verlauf dieser Arbeit eine große Zustimmung in der FDP zuteil geworden. Also ich habe mich da gar nicht, um so zu sagen, abgehängt gefühlt. Sie hätten beinahe 2005 Außenminister werden können. Das hat dann nicht gereicht. Und ausgerechnet Guido Westerwelle ist das dann 2009 geworden. War das so ein Lebenstraum von Ihnen? Ich hätte das gerne gemacht. Das habe ich auch nie geleugnet. Und ich glaube, ich hätte es auch gut gemacht. Ich bin an Außenpolitik immer interessiert gewesen. Das kommt von meiner Beschäftigung mit der Geschichte, die mich immer fasziniert hat. Aber es war nun mal so, man muss eine Wahl gewinnen, um so etwas werden zu können. Ich wäre es damals geworden, wir haben die Wahl nicht gewonnen. Dann muss man sehr schnell abschließen. Wenn man das nicht kann, dann sollte man sich nicht in die Politik begeben. Ich habe das damals, was Ihre Person angeht, doch als sehr hart empfunden. Politik ist nun mal hart. Was für Gefühle hegen Sie denn heute gegen Guido Westerwelle? Überhaupt keine negativen. Das ist in einer politischen Auseinandersetzung das ganz Normale, dass es Wettbewerb gibt. Und ich kann mich auch über mein politisches Leben nicht beklagen. Ich habe in der FDP großen Zuspruch bis heute. Ich habe Ämter gewonnen, ich habe Ämter abgegeben, aber insgesamt in der Bilanz schlägt mehr auf die positive Seite meines Erachtens durch. Und Sie haben auch viele Menschen, die Sie respektieren und freundschaftlich verbunden sind, auch in anderen Fraktionen. Wir wollen mal einen hören hier. Ach, Michael, ja. Lieber Wolfgang, du bist auf dem Weg in den Ruhestand. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie du das machst, denn du bist ein unruhiger Geist. Du bist ein liberaler Geist und du bist jemand, der mit großer Sachkenntnis ausgestattet Politik gemacht hat. Sowas brauchen wir in Berlin. Leider wirst du nun in den Ruhestand gehen und deswegen uns hier allen fehlen. Mir besonders. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Ja, Michael Fuchs. Ja. Zum Glück können Sie ja mit Michael Fuchs in Zukunft noch nach wie vor hier in Berlin ein Weinchen trinken, denn Sie sind ja seit 2006 Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung. Sie haben 2007 noch ein Anhängsel drangehängt für die Freiheit. Muss eine liberale Stiftung das so betonen? Ja, ich wollte das stärker profilieren. Es gibt ja auch andere politische Stiftungen. Und ich glaube, dass der Kernpunkt einer liberalen Philosophie in dem Freiheitsgedanken liegt. Und das haben wir dem Namen hinzugefügt. Ralf Dahndorf, der auch früher
Vorstandschef der Stiftung war, hat gesagt, als er das gewesen sei, hieße das noch Friedrich-Naumann-Stiftung. Jetzt wissen die endlich, wozu sie da sei, also mehr scherzhaft. Im Übrigen auch, was mein Freund Michael Fuchs gerade sagt, ich gehe eigentlich so nicht in den Ruhestand. Ich wechsle das Büro in Berlin. Ich gehe in das Hauptstadtbüro der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und setze meine Arbeit mit anderen Möglichkeiten fort. Ist denn der Liberalismus überhaupt noch in diesen Tagen en vogue? Brauchen wir ihn überhaupt noch in einer Zeit, wo die Menschen auf Facebook sich völlig ausziehen, wo eine europäische Situation einen starken Staat verlangt und man allenthalben in jedem Politikfeld im Grunde genommen immer den starken, eingreifenden Staat fordert? Ja, ich glaube, das sage ich auch selbst oft, eine freiheitliche Politik für Deutschland nicht unbedingt ein Mehrheitsprogramm ist. Manche haben Angst vor der Freiheit, manche fürchten, Freiheit nutzt anderen mehr als ihnen selbst. Aber sie wird gebraucht. Sie ist eine Exzellenzquelle in der politischen Landschaft. Wir kämen niemals auf die Idee zu sagen, wir bräuchten in Deutschland die SPD nicht oder wir bräuchten die CDU nicht. Das gilt auch für andere. Merkwürdigerweise haben wir politische Konkurrenten, die immer meinen, ohne die FDP ginge das auch. Eine Situation in Deutschland ohne FDP würde die Bürger zwar weiterhin zu den Wahlurnen bringen, aber ohne echte alternative Wahlmöglichkeit. Der Liberalismus wird zweifelsohne gebraucht, aber wird die FDP gebraucht? Sie haben es gerade gesagt. Liegt es nicht daran, dass die FDP einfach in den letzten Jahren auch vermissen ließ, was es heißt, liberale Ideen in Politik umzusetzen? Denn nur Steuerpolitik kann es ja nicht sein. Ist es auch nicht, aber trotzdem, Herr von Verlaur, stimme ich Ihnen zu, wir müssen stärker fähig und in der Lage sein, eine innere Philosophie darzustellen. Wo unsere Visitenkarte steht, das muss insgesamt von der FDP ausgedrückt werden und nicht etwa nur von einzelnen Persönlichkeiten. Das ist verstärkungsbedürftig. Aber man kann sich Persönlichkeiten nicht schnitzen. Dennoch fällt Ihnen da jemand ein bei der FDP, der das repräsentieren könnte? Wir haben eine sehr, sehr gute Situation. Ich kenne sie ja auch bei den nachwachsenden Rohstoffen in der Bundestagsfraktion der FDP, eine ganze Reihe von Namen, die exzellent sind, bei denen die Öffentlichkeit jetzt fragen würde, wer ist dieser oder jener, weil das Fernsehen zu meinem Bedauern doch oft immer viel zu sehr die alten und immer wiederkehrenden Gesichter bietet. Aber mir ist um meine Zukunft nicht bange, wenn ich die Persönlichkeiten sehe, die wir in der Fraktion haben. Herr Gerhard, geben Sie noch mal einen Ratschlag. Man tut das ja selten, aber in diesem konkreten Falle am Wahlabend, da wird es wahrscheinlich für eine Ampel reichen. Würden Sie Ihrer FDP raten, eine Ampel zu bilden? Ich würde nicht raten, der FDP eine Ampel zu bilden, ganz offen. Sie würde auch scheitern an den Kontroversen, die wir haben. Denn wahr ist auch eins, Sie haben es vorhin angesprochen, wenn man zu einer Wahl antritt und bestimmte politische Vorstellungen hat, die man in einer Koalition nicht ausreichend durchsetzen kann, wenigstens nicht in begründeten Anteilen, dann sollte man die Finger davon lassen. Wir hatten in dieser Legislaturperiode schon erheblich zu kämpfen, dass die Menschen gesagt haben, ihr habt ja in den Koalitionsvereinbarungen nicht das gehalten, was ihr vorher gesagt habt. Ich kann mir gar keine Konstellation vorstellen mit den steuerpolitischen Vorstellungen in einer Ampel von den Grünen und von der SPD. Also dann lieber Opposition. Ja, ich bin keiner, der eine Koalition um jeden Preis machen würde. Ich habe das in meiner hessischen politischen Zeit auch einmal mit Herrn Börner besprochen und beidseitig erklärt, wir machen das im Interesse unseres eigenen Ansehens nicht. Nein, ich halte schon es für wichtig, dass man Verantwortung übernimmt, aber nicht um jeden Preis. Herr Gerhard, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Bedanke mich auch.